Willkommen zurück zu einem neuen Video von Formula 2021. Ja, im letzten Video hat Butler noch mal schön Öl reingegossen ins Feuer. Lass mal schön brutzeln. Wollen wir mal gucken, was das für Auswirkungen hat. Gucken wir mal. Oh, wir sind sogar jetzt schon in Kapitel 10. Ja, Wahnsinn. Gut, dann spielen wir das auch gleich mal. Kasper, Jason ist schneller als du. Wir müssen ihn vorbeilassen. Hast du gehört, Kasper? Lass Jason bitte vorbei. Ich verstehe nicht ganz. Du kannst den Platz zurückhaben, wenn er nicht weiter nach vorn kommt. Ist er schneller? Ja, er ist hinter dir, Kasper. Bitte bestätige, dass du ihn durchlässt. Er ist nicht nah genug. Komm schon, Kasper. Kasper, sei jetzt nicht so. Er ist nicht schneller. Die Anweisung kommt vom Team. Verstanden, Kasper? Er ist nicht schneller. Oh. Shit. Ja, so sollte es nicht laufen. Dann wäre es ein bisschen schon. Entschuldigung. Kann ich hier keinen? Geht nicht. Doch. Schön überholt. Lass Jackson nicht vorbei. Alles gut. Unten kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das schafft, mal gucken. Hm. 8,8 Sekunden zum Druck. Thank you.
muss ich aber heute. Oh, da habe ich gleich den Widerstand gemerkt von der Reifen, durchdrehende Räder. Das ist eine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Cool. Da fragt man sich schon, was bei Williams hinter den Kulissen vor sich geht. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben. Und sie haben es sich verdient. Was war das? Hey! Lass mich. Nein! Du wirst mir das jetzt erklären! Hau ab! Warum zum Teufel bist du so? Du denkst, ich bin das Problem? Du lässt mich nicht vorbei. Du sprichst nicht mal mit mir. Du willst Respekt, dann zeig Respekt. So läuft das. Und das sagst ausgerechnet du? Du musst ihn dir erst verdienen. Und was soll ich dafür tun? Sag's doch einfach. Mir da draußen Platz verschaffen. Was ist dein Problem? Ich versuche zu gewinnen. Oh, und das macht dich besser? Du bist ein Albtraum. Schon okay. Naja, lange musst du es mit mir nicht mehr aushalten. Was soll das schon wieder heißen? Ich hab die Schnauze voll von diesem Mist. Ich hör auf. Du, was? Ich werde zurücktreten. Warte. Was? Kaspar! Kaspar! Oh oh. Ohne Trophäe, der Streit.
Okay, ich habe mir das mal eben so ein bisschen durchgelesen, darum habe ich nichts gesagt. 2 Wochen später. Ich weiß auch schon, wer das Video aufgenommen hat. Ist halt eben so. So, weiter geht's. Ach, ist das alles geil. Das sollte in der richtigen Formel 1 auch mal so abgehen. Jetzt, zur heutigen Zeit. Obwohl, so ein bisschen Beef ist da ja zwischen Red Bull und McLaren, Mercedes. Ja. Aber naja, könnt ihr ja alles so. Ich will das jetzt nicht breit trampeln. Ja, ich sag nur so viel. Wer früher alles gewonnen hat mit Hamilton, der sollte jetzt mal ganz leise sein. Es gibt auch mal andere, die gewinnen und so viel Erfolg haben wie Mercedes. Und das denen ja nicht gönnen, sagt einiges. Ja, so viel mal eben zu dem Beef zwischen Red Bull und Mercedes. Wer den anderen den Erfolg nicht gönnt. Ja, wenn die nicht immer oben stehen, ist alles Kacke. Die anderen können nichts, haben nichts und sollen nichts gewinnen, nur Mercedes. Ja, dann müssen sie ein besseres Auto bauen, damit sie auch gewinnen. So viel dazu. So, gucken wir uns mal Kapitel F an. Pass auf, dass die Reifentemperatur gleichmäßig bleibt. Der Safety Car für Aiden? Aiden musste reinkommen. Du hast gute Chancen, im Feld aufzurücken. Ich versuch's. Du. Arbeit, Kasper. Versuch, auf den 10. zu kommen und dir ein paar Punkte zu sichern. Okay. Kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Na gut, gucken wir mal.
grüne Flagge. Das Rennen geht weiter. Hallo? Was bin ich schon ist hier denn los? Ja, das ist ja auch wieder jetzt ganz geil. Das sieht wieder sehr gut aus. Thank you.
das sieht schon mal sehr schick aus. Genau, jetzt ist die Batterie von Wireless Controller an. Oh, das passt. Ich habe keine Zeit. Deinem Vordermann pro Runde etwa 2 Sekunden ab. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Der Abstand zu deinem Hintermann vergrößert sich jede Runde deutlich. Gute Arbeit. Ja, was hatten wir da für eine bessere Möglichkeit? Wahnsinn. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja. Sehr schön. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.
Tolle Leistung. Du bist heute ganz in unserem Sinne gefahren. Gute Leistung von Ackermann, der in den Punkten abschließen konnte. Ganz im Gegensatz zum anderen Williams-Fahrer Aiden Jackson, der nicht einmal ins Ziel gekommen ist. Ja, Jackson schien das ganze Wochenende über in schlechter Form zu sein. Er bringt einfach nicht die gewohnte Leistung. Und hier und da schleichen sich auch Fahrfehler ein. Nun ja, wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, ist die Stimmung bei Williams im Moment alles andere als gut. Und sowas kann sich selbst bei erfahrenen Rennfahrern auf die Leistung auswirken. Ich hoffe nur, Jackson kann sich wieder fangen. Er ist ein vielversprechendes Talent und sollte eigentlich besser sein. Es ist an der Zeit, die Trophäen zu überreichen, denn die erfolgreichen Fahrer begeben sich zum Podest. Es war wirklich ein hartes Stück Arbeit. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Sie haben auf dem Podium abgeschlossen, Kaspar. Das freut Sie sicher sehr, oder? Ich werde mich freuen, wenn wir es regelmäßig aufs Podium schaffen. Wir hatten heute zwar ein tolles Rennen, aber dieses Team sollte eigentlich viel mehr Podiumsplätze kriegen. Und wir sollten kein Safety Car brauchen, nur um wieder ins Rennen zurückzufinden. Fragen Sie mich nach dem nächsten Podiumsplatz nochmal. Wo wir gerade vom Safety Car sprechen. Devin Butler hat gesagt, dass Sie nur so gut abgeschnitten haben, weil Sie Glück hatten. War es wirklich eine Frage des Glücks? Ich glaube, Devin hat manchmal Schwierigkeiten, Ergebnisse zu akzeptieren, die ihm nicht gefallen. Wir wissen zwar alle, dass das Safety Car ein Rennen auf den Kopf stellen kann, und heute war das nicht anders. Aber wenn Devin sich die Wiederholung ansieht, wird er sehen, dass nicht Glück am Steuer gesessen hat, sondern ich. Ihr Teamkollege Aiden Jackson ist heute ausgeschieden. Er scheint zurzeit in einer schwierigen Phase zu stecken. Ja, ich bin auch nicht sicher, was heute das Problem war. Aber er muss sich wirklich verbessern. Zum Wohl des Teams. Beide Fahrer müssen Punkte sammeln, nicht nur einer. Vielen Dank für Ihre Zeit. Also das mit den Rennen und das ganze andere drumherum und ja, das gefällt mir hier in der Story echt gut, muss ich sagen. Das Einzige, was man nicht einsehen kann, sind die Punkte. Ich habe eine Bestzeit gefahren. Ich bin Erster geworden. Normalerweise, ich weiß nicht, welche Regeln waren 2021. Gelten da auch schon die Regeln, wer die schnellste Runde fährt, kriegt einen Punkt. Keine Ahnung, ich weiß das jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall wären das jetzt mal eben 26 Punkte. Wäre schön, wenn ich das mal irgendwo einsehen könnte. Was ist denn jetzt? Brian. Kaspar, hast du kurz Zeit? Eigentlich. Hör zu, ich brauch dich hier mal kurz. Kannst du in mein Büro kommen? Warum? Was ist los? Nichts, gar nichts. Ich sag's dir, wenn du da bist. Kannst du es nicht jetzt sagen? Vielen Dank, Kaspar. Also bis gleich. Ja. Ach, Devil. So, gucken wir mal eben. Ja, 31 Minuten. Dann machen wir hier jetzt erstmal wieder einen Cut. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt immer hier einen Cut machen muss, aber ich will die Videos auch nicht zu lang machen. Es trifft sich jetzt gerade gut, weil da wird wahrscheinlich gleich wieder eine Cutscene kommen oder was auch immer. Macht euch keine Sorgen.
Ich mache extra nochmal ein Video, wo nur die Cutscenes sind. Kann man da ja auswählen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Ciao.